back from the dead. Montag, 12. August 2019. Willkommen zur neuen Episode des Rocket League eSport Shops. Und ich würde sagen, wir schauen mal direkt rein, denn heute gibt es schon ein paar coole Sachen dran. Also, linke Seite angefangen mit den nicht so coolen Sachen. Und zwar, ein Banner ist wieder drin von Energy zum einen und zum anderen von Evil G. Jeweils 100 Tokens. Könnt ihr euch holen, wenn ihr möchtet. 100 Tokens, wie gesagt, unterstützt auch die Teams damit, wenn ihr die holt. Und zum anderen gibt es ein paar Decals. Wir fangen mal auf der rechten Seite an. Ghost ist drin. Also, heute sind coole Sachen drin für den Dominus. Richtig nice, muss ich sagen. Wirklich richtig nice. Ich habe es ja auch für den Octane und ich muss sagen, das sieht auf dem Dominus richtig nice aus. Absolut komplett schwarz, matt schwarz auch noch so. Das Logo an der Seite, schön reflektieren, das ist schon geil. Ah, das sieht nice aus, das sieht richtig nice aus. Man kann sogar hier die Aufhängung noch sehen von den Reifen, glaube ich, wenn man so durch. Sieht geil aus auf jeden Fall, absolut cool. Dann haben wir Cloud9 drin, hatten wir gestern schon drin für einen Octane, ist jetzt für einen Dominus drin. Auch richtig nice, muss man sagen. Also heute ist ein cooler Dominus-Tag, ohne Spaß. Heute ist der Tag, wenn ihr Dominus-Fahrer seid, ihr solltet euch auf jeden Fall eines der holen. Cloud9 Ghosts gehören sowieso zu meinen Lieblings-Decals, deswegen, ja, das auf jeden Fall. Und wir haben Dignitas drin, die auch so ein bisschen matt-schwarz sind, aber natürlich mit extrem viel Gelb drin, natürlich verschuldet wegen dem Logo. Ja, sieht auch ganz nice aus, kann man sich gönnen. Also wenn man so ein bisschen Gelb-Akzente dabei haben will und nicht unbedingt weiße, hinten noch cool mit dem Logo und dann Dignitas-Aufschrift, sieht geil aus, mag ich immer beim Dominus. Das bei den anderen eigentlich auch, mal schauen. Ne, die haben nichts hinten. Wie sieht es bei Cloud9 aus? Die auch nicht. Okay, die sind ein bisschen fauler gewesen, die haben es nicht. Cloud9 hat auch an den Seiten nichts stehen. Hier ist ein bisschen was an den Seiten und so. Und bei Dignitas ist hinten noch was. Also sieht nice aus und natürlich die Splice RMR sind drin, die Import Wheels. Auch coole Reifen, muss man sagen. 500 Tokens, naja, Import Wheels. Ich stehe nicht ganz so drauf, muss ich sagen, aber natürlich, wer das Team unterstützen will, kann sich die gönnen. Ich wollte gerade sagen, mit der Kombination mit Dignitas aber passt auch nicht so gut. Vielleicht eher mit dem Splice, was wir jetzt vor kurzem hatten, für einen Octane oder für einen Dominus. Aber ja, Highlights gehen auf jeden Fall raus heute für den Dominus mit Ghost und natürlich für Cloud9 Dominus, denn die beiden sind absolute Highlights zu 100%. Also, gönnt euch einen davon. Absolut nice. Ihr unterstützt auch die Teams und nur 300 Tokens geht auch auf jeden Fall klar. Also, wenn ihr das Video cool fand, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also, bis dahin. Ciao, ciao.